Juli 2014. Noch melkt Jürgen im alten Stall. Vor 30 Jahren war das hier mal modern. Stand der Dinge ist das schon lange nicht mehr. Und deswegen wollen wir und müssen wir natürlich auch was Neues machen. Jürgen, Stefan und Seniorchef Heinrich aus Matzelsberg planen einen Stall für 580 Kühe. Sie wollen auch in Zukunft konkurrenzfähig sein. Ja, das sagen, da würden Sie sich nicht ein. Im September 2014 rücken die Bagger an. Wir sind froh, dass es jetzt endlich losgeht, dass wir loslegen können. Wichtiger Schritt jetzt und trotzdem ein bisschen bewegend auch. Die Fundamente geben einen ersten Eindruck. Die Stallgebäude werden 130 Meter lang. Auch im Winter gehen die Bauarbeiten weiter. Die Rahmenkonstruktion des Stalls wird aufgestellt. Im Februar 2015 ist das Skelett fertig. Da staunt auch Seniorchef Heinrich. Das ist schon beeindruckend, weil es jetzt nach oben geht und jetzt sieht man dann was. Und mit der ersten Frühlingssonne bekommt der Stall sein Dach. Jetzt geht es schnell voran. Die Gebäude und die Melktechnik kosten 3,5 Millionen Euro, finanziert über einen Kredit. Außerdem gibt es eine Stallbauförderung. Der Freistaat zahlt bis zu 35% der Baukosten. Bei den Schmitz aber nur rund 5%, denn die Fördersumme ist gedeckelt. Zusätzlich 400.000 Euro haben die Schmitz für den Zukauf von 250 Kühen eingeplant. Die ersten müssen noch mit dem alten Stall vorlieb nehmen. Doch während der Bauphase sinken die Milchpreise. Im September bekommt Stefan Schmidt nur noch 30 Cent für einen Liter Milch. Reicht das? Also wir haben damals mit 30 Cent kalkuliert als unterstes Level. Für die 30 Cent könnten wir produzieren, aber drunter geht's nicht. Trotzdem gehen die Arbeiten weiter. Zum Glück ist das erste Jahr des Kredits tilgungsfrei. Gemolken wird bald in einem riesigen Karussell, das ein Montagetrupp aus Südafrika zusammenbaut. Im Oktober werden die Außenarbeiten erledigt. Und bevor die Kühe einziehen, noch ein Tag der offenen Tür mit 20.000 Besuchern. Die Meinungen über einen so großen Stall sind geteilt. 20 Jahren braucht man sowas, sonst geht's nicht mehr. Die Kleinen verschwinden und die Großen werden immer größer. Das ist dann unsere bäuerliche Landwirtschaft. Mitte November, jetzt wird's ernst. Die Schmitz treiben die ersten 100 Tiere in den neuen Stall. Und die scheinen das Platzangebot und den neuen Komfort zu genießen. Die größte Hürde am ersten Tag, das Melken. Das Karussell mit den 50 Melkplätzen ist den Kühen noch nicht ganz geheuer. Doch am Ende geht alles gut. Auf jeden Fall erleichtert das, dass man in den neuen Stall reinkommt, dass die neue Technik funktioniert. Anfang 2016 ist dann schon Alltag eingekehrt. 5 Melkerinnen arbeiten nun bei den Schmitz. Der Stall ist voll belegt. Und der Milchpreis? Die momentane Lage ist schwierig und der Preis, mit dem Preis kann, glaube ich, niemand richtig produzieren. Wir hoffen natürlich, dass da bald eine Besserung kommt. Denn jeden Tag geben diese Kühe nun rund 15.000 Liter Milch.